Die seltsame Verwunderung über die Aufnahmebereitschaft der Osteuropäer. Welt.de von heute. Polen öffnet die Grenze, Orbán sagt, wir lassen jeden herein. Deutsche Medien reagieren überrascht. Sie verkennen den Unterschied zwischen Schutzgewährung für Flüchtlinge aus Nachbarländern und Einwanderung aus anderen Kontinenten über das Asylsystem. Was ist denn plötzlich in Polen los? Und welcher gute Geist ist denn in Orbán gefahren? So lässt sich die Überraschung einiger Medien der letzten Tage zusammenfassen, nachdem die Osteuropäer ihre Grenzen und Herzen für hunderttausende Ukrainer geöffnet hatten, die sich vor Putins Panzern in Sicherheit bringen wollen. Hat Polen nicht erst vor Monaten mit einer harten Zurückweisungspolitik Asylsuchenden den Weg aus Belarus versperrt? Ist Viktor Orbán nicht Europas finsterer Zaunkönig? Und jetzt stellt er sich hin und sagt tatsächlich wörtlich, wir lassen jeden herein. Wer von der Offenheit der Osteuropäer für die Ukrainer tatsächlich überrascht ist, nimmt offenbar wesentliche Unterschiede zwischen dieser Migrationsbewegung und den abgelehnten Wanderungsströmen nicht wahr. Der Autor ist Marcel Leubecher und an der Stelle weiß ich nicht, ob er das nicht vorsichtshalber so geschrieben hat, um halt die eigentliche Wahrheit nicht so direkt anzusprechen. Denn die Wahrheit ist, natürlich nehmen diese Leute wesentliche Unterschiede zwischen dieser Migrationsbewegung und den abgelehnten Wanderungsströmen wahr. Natürlich wissen sie, was der Unterschied ist. Natürlich wissen sie, dass das Argument, wir müssen jedem Schutz gewähren, der vor irgendetwas flieht, und sei es über 12 Ländergrenzen hinweg, dass das ideologischer Blödsinn ist. Es geht diesen Leuten nicht darum, irgendjemandem Schutz zu gewähren. Es geht darum, der Ideologie freien Lauf zu lassen. Ich meine, frag die Leute, Marcel Leubecher. Frag sie ganz direkt. Wäre Deutschland ein besseres Land, wenn 40% der Bewohner aus Nahost kämen? Ja, wäre es. Und zwar, weil es dann so schön bunt und weltoffen wäre. Und wenn du dann fragst, ob das auch gesellschaftlich von Vorteil für uns wäre, oder wirtschaftlich, oder aus kriminalstatistischer Sicht, dann wirst du darauf keine Antwort erhalten, die irgendeinen argumentativen Wert hat. Es wird sowas sein wie, ja, aber, wir müssen den Menschen helfen. Nächstenliebe hat keine Obergrenze. Hashtag wir haben Platz. Aber ich nehme an, Herr Leubecher weiß das. Das darf man halt so nicht schreiben. Weiter im Text. Dabei springen sie einen förmlich an. Es geht hier um die Unterschiede zwischen der jetzigen Migrationsbewegung und den zuvor abgelehnten Wanderungsströmen. Die von Russland überfallene Ukraine grenzt direkt an Polen, Ungarn und die Slowakei. Wer nicht kampffähig ist und sich in Sicherheit bringen will, erreicht dieses Ziel durch den Grenzübertritt in die Nachbarländer. Also genau so, wie es gemäß Flüchtlingskonvention eigentlich vorgesehen ist. Die Nachbarländer sind in der Pflicht. Und jetzt kann man sich ja darüber streiten, was heißt Nachbarland? Wäre Deutschland zumindest moralisch in der Pflicht, da auszuhelfen, wenn es denn zu Engpässen käme? Wahrscheinlich ja. Ich hätte damit nicht das geringste Problem. Aber da haben wir dann ein Land übersprungen. Frankreich. Nicht, dass mir dieses Drecksloch am Herzen läge, aber Frankreich wäre meiner Meinung nach nicht mal moralisch dazu verpflichtet, auch nur eine einzige Person aus der Ukraine aufzunehmen. Geschweige denn, ich mache hier mal Google Maps auf und erläutere, wie man aus Afghanistan nach Deutschland kommt. Der kürzeste Weg, der mit den wenigsten Ländern, die ich durchschreiten muss, scheint folgender zu sein: Afghanistan, Iran, Türkei, Bulgarien, Serbien, Ungarn, Österreich, Deutschland. Das sind dann 7 Länder, die man durchschreiten musste. 7 Länder, von welchen in 7 kein Krieg herrscht, vor dem man irgendwie fliehen müsste. Weiter im Text. Wer nicht kampffähig ist und sich in Sicherheit bringen will, erreicht dieses Ziel durch den Grenzübertritt in die Nachbarländer. Dort explodieren keine russischen Granaten. Falls die Osteuropäer die Ukrainer zurückweisen würden, also ihnen den Grenzübertritt nicht erlaubten, würden sie verhindern, dass Ukrainer ihr Ziel erreichen, nämlich aus ihrem vom Krieg heimgesuchten Staat herauszukommen. Bei den Zurückweisungen Polens nach Belarus wurde und wird niemand am Verlassen seines Staates gehindert, indem ihm Krieg und Verfolgung droht. Genauso wenig wie an den Grenzen Ungarns, wo Menschen aufgehalten werden, die ihr Fluchtland schon weit hinter sich gelassen haben und meist aus der Türkei nach Griechenland und von dort über den Balkan weiterzogen. Ebenso offensichtlich. Ukrainer sind anderen Osteuropäern nicht nur räumlich, sondern auch kulturell nahe. Sie teilen häufig den christlichen Glauben und wenn nicht, dann eine gewisse Prägung durch das Christentum und seine kulturellen Niederschläge. Ihre Staaten entstanden in historischen Wechselwirkungen und die Nachbarvölker wissen, wie Schnaps und Schinken schmecken. Es fällt einem Ungarn leichter, Blicke, Mimik und Gestik eines Ukrainers richtig zu deuten, als die eines in Afghanistan sozialisierten Menschen. Nach Polen kamen schon seit der Krim-Annexion 2014 1,5 Millionen Ukrainer, ohne dass es dort in nennenswertem Umfang zu dem gekommen wäre, was man in Deutschland Integrationsprobleme nennt. Das
ist ja mal interessant. Also 1,5 Millionen Migranten, / Flüchtlinge aus der Ukraine leben bereits in Polen und irgendwie bleiben die Horrormeldungen trotzdem aus. Gab es da wenigstens schon geplante Terroranschläge, die dann verhindert wurden? Oder nicht mal das? Und wenn die Antwort Nein lautet, warum eigentlich nicht? Gab es in Polen schon ähnliche Vorkommnisse wie die zu Silvester auf der Kölner Domplatte? Und falls nein, warum nicht? Ich würde es gern verstehen. Weiter im Text. Bei den Ukrainern, die über die Grenze kommen, handelt es sich außerdem vor allem um Frauen und Kinder. Seit der Generalmobilmachung kontrollieren die ukrainischen Grenzpolizisten jedes Auto, das ins Ausland fahren möchte. Männer zwischen 18 und 60 Jahren müssen bleiben und sich in den Reservistenverbänden melden. Hashtag Patriarchat. Viele Ukrainer kehren sogar aus dem sicheren Ausland zurück, um zu kämpfen. Es ist also das Gegenteil von dem, was wir bei den Migrationsströmen aus Nahost beobachten können. Das war gerade meine Wortmeldung. Weiter im Text. Bei der Asylmigration aus dem Nahen Osten und Afrika, die von den osteuropäischen Regierungen behindert wird, sind hingegen junge Männer überrepräsentiert. Man kann es für moralisch geboten halten, jedem Menschen aus armen und instabilen Gegenden Asiens und Afrikas, der um Einlass in einen europäischen Staat bittet, die Tür zu öffnen. Das kann man, da hätte ich auch nur bedingt was gegen. Irgendwann wird das nämlich ein Zahlenspiel, aber ich würde mich nicht grundsätzlich dagegen aussprechen, wenn Individuen in Deutschland ihren Samariterkomplex ausleben wollten. Das hieße dann aber 1:1 Patenschaften und der Samariter trägt dann natürlich alle Kosten. Alle. Bis hin zu denen der Unterbringung in einem Gefängnis, sollte das mit dem Schützling irgendwie so ein bisschen schieflaufen. Aber das ist ja nicht der Fall. Individuen, die in 99% der Fälle ihren Samariterkomplex eben nicht ausleben, zwingen ihn aber der Gesamtbevölkerung auf. Weiter im Text. Die meisten von ihnen, es geht hier um Menschen aus armen und instabilen Gegenden Asiens und Afrikas, können damit ihre materielle Sicherheit, ihre Freiheit und ihre Berufsperspektiven enorm steigern. Man sollte aber die Unterschiede zwischen dem historisch jungen Phänomen der transkontinentalen Asylmigration und der temporären Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus Nachbarländern wahrnehmen. Sonst bekommt man Verständigungsschwierigkeiten. Teilen Sie die Meinung des Autors. Hier gibt es 169 mal einen Daumen runter und 3386 mal einen Daumen hoch. Jetzt sind es 3387. Bis zum nächsten Mal.